Hallo und willkommen und herzlich zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind im Western Approach auf. Halt die Klappe, bitte. Auf Hinweis von Hawk, die wir ja beim letzten Mal kennengelernt haben. Unsere Heldin aus Dragon Age 2. So, ich will dahin. Sind wir hier im Western Approach, weil die hat die Wardens überprüft. Hier ist eine Kiste. Das heißt, überprüft. Ist ein falsches Wort. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Weil die hatte so Vermutungen, dass da mit denen irgendwas nicht stimmt. Und das sollen wir ihr jetzt mal helfen. Level 11. Du heißt Terror, ich mach Terror. Treffen, Meister. Ja, ihr habt da mal überhaupt keine Chance. Sowas wie euch fressen wir uns doch zum Frühstück. Ah, hab sogar Zeit, Deathroot aufzuheben. Achso, ich habe noch nicht genug Fokus. Haha. Oh, ach, Scheiße. Das ist jetzt gerade voll das Getümmel hier. Ein wenig chaotisch. So viele so große Viecher auf einem Haufen sind. Geht da schon mal die Übersicht ein wenig verloren. Aua, auf. Ja, da hinten war noch einer, aber der hat sich freiwillig verzogen. Puh, okay. Das erste Rift war gleich mal ganz schön hektisch. Aber kein Problem für uns. Weil mittlerweile dürften ja alle Level 12 sein. Und von daher ist es kein Problem mehr. Ja gut, also wir haben jetzt hier ja auch noch nicht sonderlich viel entdeckt. Wir kennen noch gar nichts. Davon ist eine Hyäne. Ich wollte eigentlich... Ah ja, hier entlang. Was haben wir denn da? Ne, ich mache es mal das da. Das heißt, ich muss hier durch, so wie es ausschaut. Sammeln den. This is strange. Why didn't they take the cargo with the carts? Ja, strange indeed. Das ist einfach nur so eine kleine Sackgasse. Aber naja, andererseits, ich meine, Cargo ist hier keins mehr, ne? Also dieser eine Sack. Okay. Ja, das muss man halt mal dabei belassen. Und da, Level 11. Was zum Henker war das denn? Ah, ich glaube, das war so Dorians. Hier so. Wie heißt das? Ich bin verwirrt. Hier muss ich drücken. Nekromantiekram, das da. Death Siphon, der wird's gewesen sein. Na gut. Tja, wenn der Wegpunkt nach oben zeigt, dann muss ich wohl nach oben laufen. Oder nicht runterrutschen. Das ist witzig, dass man hier einfach mal so hochkraxeln kann. Sandrock Mine. Ah, von der Mine haben wir was gehört. Oder gelesen eigentlich. Komm ich jetzt hier noch ein Stück hoch, bitte? Nee, komme ich nicht verflixt. Muss ich außen rumlaufen, oder wie? Ah, na gut. Oh, und ich sehe gerade, der Bull ist jetzt leveled up. Huh.
Dabei habe ich das doch im letzten Video erst gemacht. What happened here? Package Label, Property of Frederick of Serrault, University of Orléans, Nazaire's Pass Research Camp. Ship to Frederick of Serrault. Serrault. Who in Andrasti's name would be out in this desert, aside from us? What happened here? Whoever did this has a lot to answer for. Das scheint hier voll... Oh, guck mal, das sind... Ach, du liebe Güte. Menschen da drin. Ach du Liebe, ey, was zum Henker und alles blutig. Wer hört das denn? Warum und wieso und weshalb? Und gibt es eine Quest dafür? Wird das jemals aufgeklärt? Vielleicht waren es ja... Na, Hyänen können sie nicht gewesen sein. Die sperren keine Menschen in Käfige. Vielleicht haben die sich da drin versteckt vor den Hyänen und sind dann verhungert? Hm. Ja, das sind jetzt alles noch offene Fragen. Und ich weiß nicht, ob die jemals beantwortet werden. So, was haben wir denn hier? Rotes Lyrium. Was ist das da oben? Ist das irgendwie so eine futuristische Maschine? Schaut fast ein bisschen so aus. Gespenstig ruhig. Das hier ist... Ach du liebe Güte. Ein Riesenapparat. Also, das schaut ja eher wie so eine Tötungsmaschine aus, aber vielleicht war das dazu da, um Menschen mit dem roten Lyrium zu infizieren. Quasi eine übergroße Injektionsnadel. Und das ist tatsächlich eine Maschine, die das betrieben hat. Oh wei. So, vielleicht können wir hier was erfahren. S says, get the Templars whatever they want. No questions asked. So stop asking. They want refugees and travelers. We get them. Mhm. Okay, ich fange jetzt hier mal an kaputt zu machen. Leute, geht mal bitte weg. Ich wollte nämlich hier unten dieses Ding looten, genau. Cool, Beard. Oh, lecker. Das war das Einzige, was ich kaputt machen konnte. Hm. Also irgendjemand hat hier einfach Menschen entführt und scheinbar mit rotem Lyrium injiziert. So deute ich das jetzt mal. Ganz schön widerlich. Ja, Sklavenhandel, so auf eine Art und Weise. Da habe ich dich doch. Okay, das hier ist erstmal abgegrast. Dann gehen wir mal schnell wieder raus. Das ist ja voll widerlich. Widerlich! Dann finden wir ja vielleicht an den anderen Stellen hier auf der Karte. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre eher in die Richtung. Vielleicht gibt es da ja auch noch sowas. Na gut, was aber jetzt erstmal auf dem Weg liegt, ist das da vorne. Und also darum gehe ich dahin. Beziehungsweise, kannst du mir einen Weg eröffnen? Kannst du? Forgotten Mine. Denn dann finden wir hier vielleicht auch nochmal sowas.
Ja, das geht in die Richtung. Wer bist denn du? Ja, ich bin es, Igitt. Auch noch riesige Spinnen. Wolltest du wegrennen, hä? Nicht bei mir. Also so ein bisschen rotes Lyrium ist hier schon mal. Das ist auch nochmal so ein Mosaikteilchen. Wenn ich das richtig deute von der Ferne. Na, ist was zum Lesen. Okay. Da hinten ist auch noch so ein Scheißviech. Das muss jetzt warten. The Venatory quest completed. Uh-huh. Pull up stakes. All plans for the mine in the western approach are off. The Inquisition's on the move and headed your way. Dump all the bodies and relocate to Emprise de Lyon. Vernon. Uh-huh. Oder Vernon. Whoever did this, you pay. In der Tat. Ist das so eine Kombination aus Templern und Venatory? Ach komm, das schafft ihr alleine. Das siehst du. Ihr seid doch schon groß und stark. Ihr könnt das. Also, da hinten krabbelt doch noch was. Es scheint also noch ein paar so chaotische Templer zu geben. Oder sind das dann die, die Venatori werden? Habe ich da vielleicht irgendwie so ein Teil aus der Story nicht ganz richtig mitgekriegt, ich Depp? Dass das die so korrumpierte Templer werden dann zu Venatori? Aber ich dachte, das sind die... Jetzt fix, jetzt aber. Magister aus... Na, da wo der Dorian herkommt. Aus. Oh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Tevinter, genau. Ich meine, das passt ja schon so ein bisschen zum Namen, ne? Venatori, Tevinter. Hat zumindest ein paar so Gemeinsamkeiten. Ja, ich weiß, ich sammle das Zeug ziemlich pingelig ein, aber ich will mir natürlich auch solche Getränke brauen. Und Minen, nicht Minen, aber hier so Granaten und so Kram. Da braucht man das alles. Und da, ja, oh ja, ich meine, ich habe das vorher beim Apothecary gemacht, weil wie mache ich das denn jetzt? So Getränke weiterentwickeln. Canyon, da sind wir jetzt. Hm. Hello! What the hell? Was bist denn du Hübsches? Es ist nicht auf der Karte verzeichnet. Huh. Ja, das ist ja mal interessant. Was haben sie denn gefunden, ne, zu bekämpfen? Ach, da unten Hyänen. Oh Mann. Alles klar, die wollen es. Komm. Eine Spinne auch noch. Panicked. Aha. Habt ihr was gesagt oder meintest du die da drüben?
Ah, da ist er da. Ich wusste auch, da sind zwei. Oh, guck mal, wie weit man da rechts noch schauen kann. Irgendeiner kann da Steine zaubern. Das ist ja crazy shit. Hinten ist eine Barriere. Wollen wir mal Hallo sagen? Ich hatte eigentlich ursprünglich den Plan, hier hinzugehen, ne? Da ist auch noch ein Fragezeichen. Kann ich mir hier vielleicht irgendwie so einen dauerhaften... Ne, ich kann nur den hier machen. Schade. Ne, das hebe ich mir mal für ein separates Video auf. Ne, mache ich nicht. Mal lesen, was steht denn da? Second Shipment of Artifacts for Griffin Wing Keep. Na, das muss das hier sein. Three Staves, Properties Unknown. One Vessel for Bloodletting. Six Damaged Tomes of Varying Degrees of Legibility. Remains of a Lyrium Sensor. Deliver to the Keep at once. Service will see the more functional items passed on to Calpurnia. Calpurnia. So rum. Ah, das hört sich irgendwie eigentlich nach was Größerem an hier, oder? Still Runes. Ich bin nicht da. Oh, du hast plötzlich ein Stechen im Rücken. Ah, nee, falsch. Warte mal hier. Ich schreib mir mal diesen Magier da. Genau, Bullhau. Ach, du bist es mit den Steinen. Ja, du bist der Dorian. Ich hab mir schon gedacht, blöder Magier da hinten. Ja, mach's mal eigener. Ich sollte eigentlich dringend mal meine Granaten auffrischen, ne? Schon ein bisschen doof, dass ich keine habe eigentlich. Ne, da hinten ist nichts, da lohnt sich nicht hinzulaufen. Da ist auch noch was. Haben die sich hier eingenistet oder was? Schaut doch fast so aus, oder? Da hinten. Nö, ist auch nichts. Jetzt haben wir höchstens saubere Füße, das ist alles. Die Arch Demon. Das ist nochmal eine Hyäne. So, ich könnte doch vielleicht sogar Feuerschaden haben, oder? No. So the Venatori want to keep us out. Shall we disappoint them? Ja, würde ich auch so sagen. Aber wartet mal. Einen Moment. Du hast einen Punkt zu vergeben. Du hast auch einen neuen Skill. Ring of Pain. You mark part of the battlefield as yours. Aha, mal hinpullern, hä? Enemies inside the ring take spirit damage, while your own attacks inside the ring hit harder. The more you are hurt, the stronger both effects are. Oh, das hört sich cool an. Und das probieren wir beim nächsten Mal. Ja, ich habe versucht, ein bisschen Zeit zu schinden, ohne dass es auffällt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht nicht. Aber 20 Minuten sind vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Beim nächsten Mal räumen wir da drin auf. Wer weiß, wie groß oder klein das ist. Bis dahin. Ciao.